Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Tool, mit dem ihr eure gesamten Aufgaben zentral verwalten könnt, dann ist Todoist möglicherweise das Richtige für euch. Todoist ist eine in der Basisversion kostenlose App für iOS, Android, macOS und Windows. Und in diesem Video werden wir einmal ganz tief eintauchen, was diese App alles kann, was ich davon halte und wie man sie am besten einsetzt. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen im Ingenieursblog. Mein Name ist Stefan Lachner und heute soll es wie gesagt um die App Todoist gehen. Ich habe euch ja in einem vergangenen Video von mir schon mal die App Things 3 vorgestellt. Das werde ich euch jetzt mal hier oben verlinken in der Infokarte. Das war eine ähnliche App, wirklich sehr vergleichbar mit dem Funktionsumfang, aber die war nur für iOS und für macOS verfügbar. In diesem Video bin ich auch schon mal näher auf das Grundprinzip von Getting Things Done eingegangen. Deswegen gibt es das hier wirklich nur ganz verkürzt, damit ihr die App versteht. Der erste Punkt bei Getting Things Done ist das Sammeln von Informationen. Ihr sammelt also alle Informationen und Aufgaben, die ihr im Laufe des Tages, im Laufe des Workflows reinbekommt, sammelt ihr in einer einzigen zentralen Inbox. Anschließend kommen die nächsten beiden Schritte, verarbeiten und organisieren. Da könnt ihr zum Beispiel die Sachen, die in eurer Inbox gelandet sind, Projekten zuteilen oder anderweitig taggen. Da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel mit Filtern arbeiten. Das ist alles mit Verarbeiten und Organisieren gemeint. Auch anständige Aufgaben aus dieser Inbox raus zu erstellen, ist noch ein Teil von dem Verarbeitungsprozess. Und die beiden letzten Schritte ist das regelmäßige Durchsehen und das Erledigen natürlich. Den Schritt Erledigen habe ich übrigens im Getting Things Done Video komplett unterschlagen. Sorry dafür. Es gibt einen schönen Spruch, a fool with a tool is still a fool. Deswegen möchte ich euch in diesem Video auch wirklich erklären, wie ihr das Prinzip anwenden könnt mit diesem Werkzeug, weil das Werkzeug ist extrem mächtig. Wenn ihr mit dem richtigen Mindset an diese Aufgaben rangeht, könnt ihr unglaublichen Erfolg erzielen. Und wofür die App natürlich am meisten gedacht ist, das ist Aufgaben erstellen. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Wir drücken in der App einmal unten rechts auf das rote Plus und dann poppt unten direkt so eine kleine Box auf, wo wir eine Aufgabe definieren können. Jetzt können wir der Aufgabe zum Beispiel einfach mal einen Namen geben oder wir können mal kurz beschreiben, was diese Aufgabe ist mit wenigen Worten. In meinem Beispiel machen wir jetzt einfach mal Milch kaufen. Milch kaufen. So. An sich wäre die Aufgabe jetzt schon fertig definiert. Man kann aber jetzt unten noch sowohl ein Datum hinzufügen. Das kann man machen direkt hier bei kein Datum. Man kann aber auch noch unter den vier Optionen, die man noch weiterhin geboten bekommt, auswählen. Jetzt klicken wir mal zuerst auf die ganz links unten angebotene Option. Das ist ein Tag. Ein Tag, wenn man da draufklickt, kommt automatisch ein Add in den Text. Das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite können wir auf dieses Tag draufklicken und wir kriegen ein Add in unserem Text von dieser Aufgabe automatisch hinzugefügt. Wir können aber auch, wenn wir schnell ein Tag hinzufügen wollen, können wir direkt ein Add in den Aufgabentext einfügen und dann wird diese Aufgabe automatisch mit diesem Tag schon versehen. Wir müssen nicht mehr rumklicken und uns einen Tag aussuchen. Das ist so gesehen schon extrem praktisch, muss ich sagen. Und dieses Feature fehlt mir tatsächlich auch bei Things 3. Das, muss ich sagen, finde ich extrem praktisch, denn man kann extrem schnell einfach schreiben, ein Add einfügen, den ersten Tag, den man sich ausgedacht hat, hinzufügen, ohne dass man rumklicken muss. Also das, muss ich sagen, ist vom User Experience Design extrem gut gemacht. Und das fehlt mir auch zum Beispiel bei Things 3. Das geht da leider nicht. Wir suchen uns jetzt mal einen Tag aus. Was man mit den Tags noch alles machen kann, darauf gehe ich später noch ein. Jetzt geht es erstmal darum, welche zu erstellen, um später damit arbeiten zu können. Wir taggen das Ganze jetzt einfach mit unterwegs. Jetzt schlägt er mir auch vor, das Etikett unterwegs hinzuzufügen. Also Etikett und Tag ist übrigens das gleiche, nur falls ihr euch fragt, wo der Unterschied ist. Und ich tippe einfach kurz hier drauf und damit ist das Etikett oder das Tag erstellt und wir können einfach weitermachen. Jetzt sagen wir, Milch kaufen, das ist ein Teil von einem großen Projekt. Sagen wir mal, das Projekt heißt Wochenendeinkauf. Da müssten wir jetzt zuerst ein Projekt erstellen, das da heißt Wochenendeinkauf und dann müssten wir die Aufgabe erstellen und müssten die Aufgabe in das Projekt Wochenendeinkauf hineinschieben. Das ist natürlich extrem viel Arbeit für so eine einfache Aktion, die man teilweise auch schon beim Erstellen von Aufgaben weiß. Ja, also beim Wochenendeinkauf, in diesem Beispiel Milch kaufen, weiß ich, das gehört zum Projekt Wochenendeinkauf. Und deswegen kann man jetzt hier auch ganz komfortabel direkt mit einer Raute oder wie man neudeutsch sagt mit einem Hashtag, kann man sich das Projekt aussuchen. Und sobald ich diese Raute drücke, erscheinen hier auch schon beispielhaft die jetzt in der Blanco-Version, also ich habe jetzt eine frische Version installiert, die Projekte, die da schon vorhanden sind, zum Beispiel privat, Shopping und beruflich. Jetzt nehmen wir mal Shopping, weil das ganz gut passt und dadurch haben wir jetzt auch schon ein Projekt unserer Aufgabe zugewiesen. Das nächste Symbol rechts neben dem Tag,
Das ist eine Priorität. Wir können da mal draufklicken und jetzt sehen wir, dass wir hier aus verschiedenen Prioritäten auswählen können. Milch kaufen ist natürlich wahnsinnig wichtig, deswegen geben wir dem Ding jetzt mal die Priorität 1. Weil ich das gerade sehe bei den Prioritäten, man kann natürlich auch, indem man zweimal ein Ausrufezeichen tippt, eine Priorität eingeben. Dann spart ihr euch einen Klick auf das Symbol für die Priorität. Was mich gerade interessiert hat, ist, ob man zusätzlich zu diesen vier Prioritäten noch eine fünfte hinzufügen kann, indem man jetzt zum Beispiel Priorität 5 eintippt. Das erkennt er nicht, also ihr seid jetzt hier mit vier Prioritäten gedeckelt. Was aber, wenn man jetzt so allgemeines Zeit- und Projektmanagement anschaut, nicht so das Problem sein sollte, denn wenn ihr mehr als vier Prioritäten habt, dann solltet ihr vielleicht an euren Prioritäten arbeiten. Der nächste Reiter, das ist eine Erinnerung. Und zwar kann ich mich erinnern lassen, sowohl Zeit- und Datumsbezogen als auch ortsbezogen. Wenn wir jetzt hier erstmal auf Zeit und Datum klicken, dann können wir uns eine Zeit und ein Datum aussuchen, an dem wir daran erinnert werden wollen. Soweit so klar. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Was aber auch funktioniert, ist eine standortmäßige Erinnerung. Und da wird einem jetzt der aktuelle Standort angezeigt. Ich kann jetzt sowohl auswählen, ob das Ganze passieren soll, wenn ich diesen Ort betrete oder wenn ich diesen Ort verlasse. Beispiel, ich möchte daran erinnert werden, die Milch zu kaufen, wenn ich an dem Rewe bei mir ums Eck vorbeigehe. Deswegen gebe ich jetzt hier mal einen Rewe ein. Da ist der erste. Und sage, wenn ich diesen Ort erreiche. Perfekt. Jetzt ist dieser Ort, in diesem Fall der Rewe, meinen ortsspezifischen Erinnerungen hinzugefügt. Ich könnte aber noch weitere hinzufügen. Ich könnte jetzt auch noch alle anderen Rewes in meiner Umgebung hinzufügen oder sagen, hey, sobald ich meine Wohnung verlasse, möchte ich bitte erinnert werden. Und das funktioniert zumindest bei iOS über die iOS-internen Geofencing-Funktionen, was extrem praktisch ist. Okay, wir haben also jetzt den Ort als Aktion für eine Erinnerung ausgewählt, klicken auf Fertig. Und die letzte Einstellungsmöglichkeit, die wir jetzt noch haben, das ist der Schnellkommentar. Das ist das Icon direkt rechts neben dem Wecker, da klicken wir jetzt auch mal drauf. Und da können wir jetzt einen Kommentar hinzufügen. Zum Beispiel, ich habe den Auftrag bekommen, ich soll bitte die gute Bergbauernmilch mitbringen. Dann schreibe ich das hier rein. Und damit haben wir alles erledigt, was zu dieser Aufgabe dazugehört. Jetzt klicken wir auf den Pfeil, der nach oben zeigt, um diese Aufgabe quasi in unsere Inbox hineinzuschubsen. Okay, jetzt sehen wir hier, die Aufgabe ist zu Shopping hinzugefügt. Wichtig anzumerken an dieser Stelle ist, wenn ihr eine Aufgabe definiert und diese Aufgabe bereits einem Projekt zuweist, zum Beispiel jetzt hier Shopping, dann überspringt die den Eingang. Normalerweise landen die Aufgaben ja, wie bei Getting Things Done schon erwähnt, im Eingang. Sobald ihr beim Aufgaben definieren schon das Projekt mit angebt, dann überspringt ihr natürlich den Eingang, weil ja die Verarbeitung schon stattgefunden hat beim Definieren. Also nicht wundern, wenn ihr sowas schon macht, dann wird eure Aufgabe nicht im Eingang landen, sondern direkt im Projekt, bei uns jetzt bei Shopping. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass die Aufgabe, die wir gerade eben erstellt haben, tatsächlich im Eingang gelandet wäre, weil wir sie nicht direkt irgendeinem Projekt zugeordnet haben. Dann würde das wie folgt aussehen. Ich habe jetzt gerade meine Aufgabe erstellt für euch, die da heißt Aufgabe 1. Wir können den Eingang, das ist als allererstes mal zu erwähnen, wir können diesen Eingang in verschiedene Abschnitte gliedern. Dazu könnten wir einfach oben rechts auf die drei Punkte klicken und dann Abschnitt hinzufügen. Ja, jetzt haben wir einen neuen Abschnitt und der heißt jetzt Abschnitt 3. Genau, jetzt haben wir diesen Abschnitt 3 erzeugt. Wir können jetzt eine Aufgabe, die sich da drin befindet, beliebig zwischen den verschiedenen Abschnitten hin und her ziehen. Und die Anzahl der Aufgaben, die sich in einem Abschnitt befindet, seht ihr an der kleinen Zahl hinter dem Abschnitt, in dem Fall die 1. Wenn ich die Aufgabe 1 jetzt zum Abschnitt ganz oben hinzufüge, dann wandert die 1 natürlich mit. Genau, wenn wir jetzt mal auf diese Aufgabe 1 klicken, dann sehen wir, was wir alles mit einer Aufgabe machen können. Und zwar, als allererstes fällt auf, im Unterschied zu vorhin bei der Aufgabenerstellung, können wir jetzt auch eine Teilaufgabe hinzufügen. Das geht einfach, indem wir auf Teilaufgabe hinzufügen klicken. Das machen wir jetzt mal. Und da können wir jetzt eine Teilaufgabe hinzufügen. Das nennen wir jetzt einfach mal Teil. Fertig. Reicht ja erstmal. Genau. Was ganz praktisch ist, sobald ich die erste Teilaufgabe hinzugefügt habe, kann ich mit der zweiten direkt weitermachen. Das machen wir jetzt hier mal mit Teil 2. Genau, so geht es dahin. Ihr könnt euch das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was wir mit dieser Aufgabe alles machen können. Und dazu klicken wir auf die drei Punkte rechts neben dem Kommentarfeld. Dann bekommen wir hier eine Übersicht, was wir mit dieser Aufgabe alles machen können. Wir können sie also umbenennen, wir können sie verschieben, wir können die Aufgabe duplizieren. Das ist ganz praktisch, wenn ihr euch irgendwelche Vorlagen erstellt für Aufgaben, die immer wieder kommen,
wo ihr dann einfach die ganze Aufgabe duplizieren könnt und dann nicht von vorne jedes Mal die gleichen Aufgaben hinzufügen müsst. Ihr könnt einen Link zu dieser Aufgabe kopieren, das ist ganz praktisch, wenn ihr das irgendwie intern in dem Programm zum Beispiel von einer Aufgabe auf die andere verweisen möchtet. Was ihr noch machen könnt, ist die erledigten Teilaufgaben ausblenden oder einblenden, das ist auch ganz praktisch, um mal zu sehen, was habe ich überhaupt schon alles geschafft. Und das Aktivitätsprotokoll. Das zeigt euch an, was ihr mit dieser Aufgabe im Laufe der Zeit gemacht habt. Ich habe diese Aufgabe zum Beispiel gestern erstellt und das Aktivitätsprotokoll zeigt mir, dass ich den Namen geändert habe und so weiter. Das ist also ganz praktisch, um zu sehen, was passiert so mit dieser Aufgabe im Laufe der Zeit. Genau, natürlich können wir diese Aufgabe auch löschen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ihr das löscht, dann seht ihr auch, dass ihr zwei Teilaufgaben schon hinzugefügt habt und dass ihr die auch mitlöscht. Also diese Warnung ist ganz gut. Das machen wir jetzt mal. Wir brauchen die Aufgabe nicht mehr. Die war eh totaler Quatsch. Aufgabe 1 braucht kein Mensch. Weg damit. Als nächstes wollen wir uns mal den Projekten widmen. Wir haben ja vorhin schon dem Projekt Shopping das Milcheinkaufen hinzugefügt. Deswegen klicken wir jetzt gleich mal auf Shopping, auf dieses Projekt. Und da sehen wir jetzt gleich aufgelistet alle bisherigen Aufgaben, die diesem Projekt zugeordnet waren. Das ist jetzt in dem Fall natürlich nur Milch kaufen. Wir klicken mal wieder auf die drei Punkte oben rechts, um zu sehen, was man generell mit dieser Projektansicht alles machen kann. Und zwar kann ich zum Beispiel Projektkommentare hinzufügen. Das heißt, dieser Kommentar, den ich hinzufüge, der wird nicht einzelnen Aufgaben hinzugefügt, sondern dem gesamten Projekt, also zum Beispiel Shopping. Ansonsten könnte ich das Projekt noch bearbeiten, zum Beispiel den Namen ändern, die Farbe ändern, mit wem ich das Ganze teile, zu welchem Hauptprojekt das Ganze dazugehört und ich kann das Projekt auch meinen Favoriten hinzufügen. Wenn ich das Projekt nicht mehr brauche, aber es nicht löschen möchte, dann kann ich es archivieren. Wenn ich das Ganze löschen möchte, wisst ihr, wo der Button dafür ist. Was wir jetzt hier noch machen können, ist das Projekt zu teilen. Mit dieser Funktion könnt ihr zum Beispiel andere Leute, die auch Todoist verwenden, dazu einladen, an eurem Projekt mitzuarbeiten. Wenn ihr zum Beispiel die gleiche Liste bearbeiten wollt, sagen wir jetzt mal die Einkaufsliste und ihr habt dazu keine Einkaufslisten-App, sondern ihr möchtet das als ein Projekt in Todoist führen, dann könnt ihr dazu zum Beispiel eure Freundin einladen, die hat auch Todoist und ihr könnt gemeinsam an eurer Einkaufsliste arbeiten. Was ihr außerdem noch machen könnt mit Projekten, ist, ihr könnt Abschnitte hinzufügen. Das habe ich euch ja gerade schon im Eingang erzählt, deswegen überspringen wir das jetzt hier mal. Ihr könnt außerdem noch Aufgaben auswählen. Das ist nichts anderes als eine Mehrfachselektion. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr die Aufgaben, die es hier gibt, auswählen und mit diesen dann, mit den speziell ausgewählten Aufgaben, irgendwelche Dinge tun. Das ist jetzt aber auch relativ uninteressant. Interessanter ist hier die Sortierungsfunktion. Und hier werden euch dann verschiedene Sortierungsoptionen angeboten. In dem Fall jetzt hier nach Datum sortieren, nach Priorität sortieren, nach Name sortieren oder nach der beauftragten Person sortieren. Und am spannendsten muss ich sagen, finde ich jetzt hier auch den Prioritätsfilter. Das habe ich bisher in noch keiner anderen App gesehen. Wenn ihr zum Beispiel alle eure Prio 1 Aufgaben abarbeiten wollt in einem Projekt, dann sortiert ihr das nach Priorität und ihr habt sofort auf einen Blick alle Aufgaben mit Priorität 1. Die beiden letzten Optionen sind wieder relativ langweilig. Die habe ich euch im Eingang schon erklärt. Deswegen überspringen wir die jetzt. Schauen wir uns das nächste Mal die Etiketten an. Etiketten in Todoist ist genau das gleiche wie die Tags in Things 3. Und das ist nichts anderes als, ihr könnt es euch wirklich vorstellen wie ein richtiges Etikett, das auf der entsprechenden Aufgabe draufklebt. Ihr könnt damit eure Aufgaben quasi labeln, in bestimmte Kategorien einteilen und das wirklich dafür nutzen, wofür ihr das nutzen möchtet. Und ich habe euch jetzt hier schon mal 4 Etiketten vorausgefüllt, damit ihr mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was man damit alles machen könnte. Zum Beispiel ist ein Etikett unterwegs. Damit werde ich Aufgaben markieren, von denen ich denke, dass ich sie auch unterwegs erledigen könnte. Das nächste Etikett ist beispielsweise Warten. Damit markiere ich Aufgaben, bei denen ich davon ausgehe, dass ich sie erledigen kann, wenn ich gerade auf irgendjemanden warte oder beim Arzt im Wartezimmer sitze. Sowas in der Art. Dann habe ich mir auch noch zeitmäßige Etiketten überlegt. Wenn ich mal irgendwann das Gefühl habe, Mensch, ich habe gerade 5 Minuten Zeit, ich möchte jetzt irgendwas erledigen, dann kann ich einfach direkt draufklicken und mir meine Aufgaben anzeigen lassen, die ich denke, dass ich in 5 Minuten erledigen kann. Das gleiche natürlich auch mit 60 Minuten, wenn meine Zeit Slots größer sind. Das sind aber nur Beispiele. Ihr könnt euch noch eigene Etiketten überlegen. Wenn ihr gute Ideen habt, lasst gerne mal einen Kommentar da zu Etiketten, die sinnvoll sind, weil ich glaube, da kann man eigentlich nicht kreativ genug sein mit sowas. Schauen wir uns mal an, wie wir so ein neues Etikett erstellen. Dazu klicken wir entweder auf das Plus rechts bei Etiketten oder unten direkt bei Etikette hinzufügen. Dann müssen wir unserem Etikett bloß noch einen Namen geben. Weil ich jetzt unkreativ bin, nenne ich das Etikett jetzt 15 Minuten. Falls ihr hier ein Leerzeichen einbaut, dann wird Todoist automatisch einen Unterstrich draus machen. Das finde ich jetzt nicht so ästhetisch, deswegen verzichte ich mir auf mein Leerzeichen, weil ich auch keine Lust auf einen Unterstrich habe. Jetzt können wir dem Etikett auch noch eine Farbe geben, falls wir das möchten. Ich nehme jetzt hier mal das Ingenieursblock Blau.
Und falls ihr das zu euren Favoriten hinzufügen möchtet, also falls es ganz oben angezeigt werden soll, dann könnt ihr das mit diesem Slider hier einstellen. Für mich passt das so, ich bin jetzt fertig und ihr seht schon, ich habe das Etikett 15 Minuten erstellt und es hat auch die Farbe, die ich mir eingestellt habe. Richtig spannend wird es mit den Etiketten aber erst, wenn wir uns die Filter anschauen. Und genau darum kümmern wir uns jetzt. Filter, sondern Todoist ist ein extrem mächtiges Tool, mit dem ihr eure Aufgaben, die ihr bisher erstellt habt, filtern könnt. Ihr könnt beispielsweise nach Priorität filtern, nach Fälligkeitsdatum filtern, nach Personen, denen das Ganze zugewiesen wurde. Und das Wichtigste ist, ihr könnt diese Filter miteinander kombinieren. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte gerne alle diese Aufgaben angezeigt bekommen, in denen das Wort YouTube vorkommt, die überfällig sind und die außerdem vor mindestens einem Tag erstellt wurden. Das ist jetzt nur ein dummes Beispiel, aber solche Filter könntet ihr erstellen. Und wie man einen solchen Filter erstellt, das zeige ich euch jetzt. Mit diesem Filter möchte ich jetzt alle Aufgaben raussuchen, bei denen das Wort YouTube vorkommt und die überfällig sind. Diese beiden Kriterien müssen beide gleichzeitig erfüllt sein. Dazu klicken wir jetzt hier auf Filter hinzufügen und nennen den Filter YouTube überfällig, damit ihr hinterher noch wisst, was damit gemeint war. Überfällig natürlich. Genau, und die Abfrage, in dieses Feld geben wir jetzt ein, was das Filterkriterium sein soll. Dazu hat Todoist einen sehr umfangreichen Hilfeartikel veröffentlicht, den werde ich euch jetzt mal in der Videobeschreibung verlinken. Da stehen alle Bausteine drin, die ihr verwenden könnt, um Filter zu erstellen. Ich weiß jetzt zwei schon zufälligerweise auswendig, und das heißt Suche Doppelpunkt YouTube. Damit würde jetzt nur nach Aufgaben gefiltert, die das Wort YouTube enthalten. Wir wollen jetzt aber außerdem noch den Filter setzen, dass die Aufgaben überfällig sein müssen. So, jetzt klicken wir auf Fertig und jetzt ist der Filter erstellt. Und wir sehen schon, wir haben jetzt hier angezeigt bekommen, alle überfälligen Aufgaben, die das Wort YouTube enthalten. Das ist bei mir nur eine, aber dieser Filter funktioniert. Genauso könnt ihr das auch mit einem Oder machen. Ihr könnt Blöcke bilden, dass also zum Beispiel ein bestimmter Block erfüllt sein muss und gleichzeitig was anderes. Da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel experimentieren. Wie gesagt, ich verweise immer noch auf diesen Hilfeartikel, der ist sehr umfangreich und sehr, sehr hilfreich. Und damit sind jetzt auch die Grundlagen gelegt, damit ihr eure heute Ansicht und die nächsten 7 Tage planen könnt. Jeder hat da so ein bisschen seine andere Herangehensweise. Mich würde natürlich interessieren, wie geht ihr an sowas ran? Gerade nachdem ihr jetzt dieses Video angeschaut habt, schreibt es doch gleich mal in die Kommentare. Wenn euch weitere Videos wie das hier interessieren, dann abonniert doch auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke. YouTube schlägt euch jetzt vor, dieses Video hier anzuschauen. Ich hingegen bin der Meinung, das hier wäre das Richtige. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.